und herzlich willkommen, lieber Wassermann, zur Taroskoplegung mit Ella. Wir sind in der Woche 10. bis 16.12.2018 und schauen, welche Energien in dieser Woche so für dich vorherrschen, lieber Wassermann. Denk dran, es ist eine allgemeine Legung, kann und wird nicht für jeden passen. Du ziehst dir das raus, was dir in deiner Situation hilfreich ist und was du natürlich damit anfängst, ist deine Sache. Wenn du damit nichts anfangen kannst, dann ist das eben so. Also versuch nicht, es passend zu machen. Das nützt einfach nichts. Das bringt dich nicht weiter. So, wir schauen jetzt erstmal, welche Energien von außen kommen. Also was deine Umwelt dir so entgegenbringt. Welche Energien? Da haben wir die 5 der Kelche. Da scheint es eine etwas traurige Energie von außen zu geben. Also irgendjemand in deinem Umfeld oder vielleicht auch mehrere sind ein bisschen traurig, deprimiert, vielleicht aufgrund der Jahreszeit. Ja, vielleicht nimmst du darauf ein klein bisschen Rücksicht, dann sind die Leute sicherlich nachher auch froh, wenn sie da, ich sag mal jetzt, sich mit dir auch nicht in die Haare kriegen oder so. Dann haben wir die Karte, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst, dein Wunsch in dieser Woche, deine Hoffnung und Ängste, das, was gut ist für dich, das, was nicht so gut ist, und der mögliche Ausgang in dieser Woche. So, hinzu kommen natürlich die Karten der einzelnen Wochentage. Wir schauen mal, welche Energien da so vorhanden sind. Das kann auch mal ein Tag früher oder ein Tag später oder zwei sein. Das variiert, aber wenn du es in der Legung gesehen hast, kannst du ja vielleicht trotzdem, egal an welchem Tag, was damit anfangen. Und da wollen wir auch gucken, was bringst du denn mit in diese Woche? Also was zeigst du deiner Umwelt? Ja, wenn deine Umwelt so ein bisschen depressiv ist, was bringt denn der Wassermann in diese Woche mit? Den Ritter der Stäbe, das ist eine feurige Energie. Du bist motiviert, brennst für was, bist euphorisch. Bei dem Ritter der Stäbe muss man aufpassen, der hat nicht so eine lange Dauer von Euphorie oder ja, feuriger Energie. Teil dir das einfach ein, dann hast du mehr davon. Ja? Also nicht so einmal voll Power und dann heiße Luft, sondern wirklich, ja, brennen, wenn du für was brennst, ist ja schön. Dann haben wir den Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und den Sonntag. So, wir beginnen natürlich mit der Energie, wie du dich fühlst, wie du über dich selbst denkst. Da haben wir den Prinz der Stäbe, das ist der Ritter der Stäbe. Ja, du bist voll Power, das ist doch super. Du hast richtig viel Energie, wie gesagt, teile sie dir ein, sonst verbrennt sie nämlich ganz schnell und du liegst ausgepowert in der Ecke. Das bringt dich ja nicht wirklich weiter, ne? Aber es ist halt eine frische, eine feurige Energie. Vielleicht hast du ja auch irgendwo ein Feuerzeichen in deinem Stern, also in deinem Horoskop, ja? Und das pusht dich ja so ein bisschen. Ist doch schön. Dein Wunsch in dieser Woche, da haben wir die 9 der Kelche. Du möchtest, dass sich deine Wünsche erfüllen. Und wie es aussieht, bist du auch bereit dafür, eine Menge zu tun. Das ist wichtig, dass man sich für die Dinge auch einsetzt, dass man dafür auch Power gibt. Ja? Und dann haben wir, wichtig ist aber auch, fällt mir gerade so ein, das möchte ich gerne am Rand erwähnen, nicht so schnell aufgeben. Ja, also auch wenn es nicht auf Anhieb alles so klappt, nicht direkt aufgeben. Das ist nämlich diese Ritter der Stäbe-Energie. Also lieber langsam und stetig als kurz und ja, aufgeben dann. Ne? Hoffnung und Ängste haben wir den König der Kelche. Da geht es um Gefühle. Ja, du bist ja eigentlich ein sehr sachliches, sehr direktes, wahrheitsliebendes Sternzeichen. Und entweder geht es da um ein Wasserzeichen, also Krebs, Fisch oder Skorpion. Oder es ist einfach so, dass du die Hoffnung hast, dass sich Gefühle einpendeln. Vielleicht auch eben bei deinem Gegenüber oder den Gegenübern, die du hast. Vielleicht kannst du ja dafür sorgen mit deiner feurigen Energie. Das ist ja auch so ein bisschen Ansporn, so ein bisschen energetisch rüberkommen und vielleicht so, komm, wir machen was oder so. Ne? Schön. Was Gutes für dich? Ah, das Ass der Stäbe. Das ist auch wieder Feuerenergie. Holla die Waldfee. Deine Luftenergie beflügelt wahrscheinlich das Feuer. Und damit ist die Leidenschaft geboren. Und wenn du Leidenschaft mitbringst, dann kannst du auch andere mitreißen und auch den einen oder anderen Trauerkloß aus seinem Klößchendasein befreien. Schön. Was ist denn nicht gut für dich? Das ist die 2 der Stäbe. Nochmal Feuerenergie. 2 Möglichkeiten.
Vielleicht ist das für dich eine Diskrepanz, wenn du zwei Möglichkeiten hast, dass das für dich schwierig wird zu entscheiden. Wenn ich dir einen Rat geben darf, hör auf deinen Bauch. Du hast Leidenschaft für etwas und denk nicht zu viel nach. Das ist manchmal so ein Fehler, was die Luftzeichen haben. Die durchdenken das so lange, bis es nicht mehr aktuell ist, ja? Und deswegen versuch einfach das, was dir am nächsten liegt, was am ehesten möglich ist, versuch es ruhig. Ne? Und wenn du nämlich zu lange zögerst, das ist die 2 der Stäbe. Ausgang ist die 3 der Kelche. Und da gibt's was zu feiern. Das ist doch super. Jetzt stehen wir ja auch kurz vor den Feiertagen und mit Leidenschaft hast du irgendwas umgesetzt, versuchst etwas erfolgreich umzusetzen. Ja, super, besser geht's nicht, ne? Montag, was haben wir da? Da haben wir direkt die 3 der Kelche. Du fängst an zu feiern, bevor überhaupt was passiert ist. Auch gut, ja. Nein, aber es kann ja sein, dass es einen Geburtstag gibt. Wir haben so viel Feuerenergie. Vielleicht ist da ein Schütze, der gerade Geburtstag hat und so. Da kannst du richtig schön, ne? Dann vielleicht jemanden überraschen und ist doch schön. Also es gibt schon mal was zu feiern, das ist gut. Dann haben wir am Dienstag die 5 der Kelche. Weil das ja so von außen kommt, nehme ich mal an, dass du jemanden in deiner Umgebung hast, der vielleicht ein bisschen traurig ist oder ja, irgendwas passiert ist. Und vielleicht kannst du, wenn du so viel Energie hast, so viel Energie rüberbringst, auch ein bisschen, ja, den anderen so kommen. Ne, wir machen was Schönes oder so. Das wäre toll. Am Mittwoch haben wir die 10 der Münzen. Das ist eine tolle Energie für Erfolg, für Sicherheit, Stabilität, vielleicht auch in Bezug auf Partnerschaft oder Freundschaft. Ja, da haben wir den König der Kelche und wir haben die 10 der Münzen. Das bedeutet auch in Beziehungen zueinander etwas Positives. Sehr schön. Am Donnerstag haben wir die 10 der Stäbe, einen Ballast loswerden. Durch deine feurige Energie und deinen Drang nach vorn kannst du sicherlich auch die ein oder andere Bürde abwerfen. Kannst was verbessern für dich und vielleicht auch für andere. Toll! Am Freitag haben wir die 5 der Münzen. Die 5 der Münzen ist sich so ein bisschen rausnehmen oder ausgeschlossen werden. Die 5 der Münzen kann auf der einen Seite gut sein, indem man sich zurückzieht, um darüber nachzudenken, wie gehe ich das am besten an. Wenn ich hier die Möglichkeit habe, richtig viel Geld zu verdienen, Ballast abzuschmeißen, muss ich mir natürlich einen Weg überlegen, wie gehe ich das an. Aber wie hier, bitte nicht zu lange, sodass das nicht mehr aktuell ist, dann ist das Angebot vielleicht hinfällig, ne? Oder die Situation ist vorbei. Ja, das muss schon dann mit dem Ritter der Stäbe, da muss es schon ein bisschen schneller gehen. Am Samstag haben wir die 9 der Stäbe. Kämpfen bis zum Äußersten. Ja, das ist ja mal eine Energie bei dir auch, Wassermann, die ich sehr gerne sehe. Wirklich nicht aufgeben. Kämpfen bis zum Letzten und Ausgang haben wir den Ritter der Münzen. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Der Ritter der Münzen ist nämlich diese Energie, die voranschreitet, langsam, mit Geduld, gut durchdacht. Ja, Schritt für Schritt und mit Disziplin natürlich. Und das ist dann der Erfolgsgarant. Ja, das kommt zwar nicht sofort und über Nacht, aber es kommt und das eben garantiert. Das ist super. So, schauen wir jetzt erstmal, du fühlst dich wie der Ritter der Stäbe. Mäßigkeit, Schützekarte. Traurigkeit. Ich glaube, dass du für den Ausgleich sorgst, dass du jemandem hilfst, ein bisschen fröhlicher zu sein, dass du jemanden mitziehst, mitreißt mit deinem Temperament jetzt. Ist doch super. 9 der Kelche, du möchtest was erfüllt haben, du möchtest etwas, dass sich was tut und mit dem Tod, der Transformation, der Veränderung sorgst du dafür, dass sich was verändert. Und mit der Königin der Münzen hast du möglicherweise ein Erdzeichen an deiner Seite oder hast auch Erde in deinem eigenen Horoskop, die dich dazu befähigt, ja, eben diese Disziplin und Nachhaltigkeit an den Tag zu legen, ohne natürlich abzuheben. Das ist super. Dann haben wir Hoffnung und Ängste, den König der Kelche. Da ist auch wieder Gefühl. Da haben wir die 7 der Schwerter und die Hohe Priesterin. Du siehst das, was verborgen ist. Die 7 der Schwerter ist nicht immer nur die Diebstahlkarte, sie ist auch das, was jemand zu verbergen sucht. Vielleicht versucht jemand, seinen Schmerz zu verbergen, aber da du dieser Person möglicherweise sehr nah bist, spürst du, dass da etwas ist und kannst vielleicht von deiner Seite etwas tun, dieser Person zu helfen. Das ist traumhaft schön und wird dich selber auch glücklich machen, sofern dem so ist.
Dann haben wir gut für dich ist deine Leidenschaft und der Neubeginn in Sachen Leidenschaft. Da ist anscheinend etwas, was dich begeistert, was dich mitreißt und wo deine Leidenschaft nicht mehr zu bremsen ist und du willst einen Neuanfang. Und da haben wir die Neun der Kelche, ja? Das war dein Wunsch und den Herrscher. Du hast das im Griff, du kannst das steuern, dass das für dich so ausgeht, wie du das gerne hättest. Das ist super. Dann haben wir hier nicht gut für dich ist die Zwei der Stäbe. Das ist wieder, wenn du zwei Möglichkeiten hast und das vielleicht in deiner Luftenergie zu lange überdenkst. Da ist der Ritter der Schwerter lieber voran. Münzen, vier der Münzen. Du sollst an der Energie festhalten, dich um eine Sache zu kümmern. Lass dich bitte nicht davon abbringen und lass dich auch nicht von anderen Möglichkeiten durcheinander bringen. Ja? Halte an dem fest, was für dich persönlich hier wichtig ist. Ja? Wir haben den Ausgang und das ist die drei der Kelche. Und wir haben deine Karte, lieber Wassermann, den Stern. Und das ist auch Erfolgsgarant. Und den Hierophanten, der Glaube an dich, das ist super. Toll, 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 ich bin begeistert. Ja? Ich glaube, dass du jemanden da mitziehst, mit dir den Erfolg zu feiern und aus seinem, ja, vielleicht depressiven Bereich da irgendwie rauszukommen. Finde ich wunderschön. Da haben wir direkt, du fängst montags direkt an zu feiern, du guckst dir an, wie sieht der Horizont aus, was kann ich erobern und du hast jemanden, auf den du dich verlassen kannst, jemanden, den du mitziehst. Vielleicht ist das die Person, die momentan ein bisschen traurig ist und du reißt sie mit. Finde ich toll. Da haben wir nämlich am Dienstag eben die 5 der Kelche. Ich glaube nicht, dass es deine Energie ist. Die 10 der Münzen und die 7 der Münzen. Das heißt, du zeigst dieser Person oder bietest dieser Person an, dich auf deinem Weg zu begleiten, sie an die Hand zu nehmen und schaust, was ihr gemeinsam machen könnt. Wunderbar, da haben wir die 10 der Münzen. So, und wir haben die 10 der Kelche, wow. Und den Gehängten, das ist aber nicht schlecht. Die Stagnation sorgt dafür, dass ihr euch das, was ihr gemeinsam vielleicht erschaffen habt oder erschaffen wollt noch, dass ihr euch das in Ruhe anschauen könnt. Wie sieht das aus? Wie machen wir das? Wir planen das. Wir planen das erstmal theoretisch, aber denkt dran, Luftzeichen überdenken manchmal zu viel. Denkt dran, auch das in die Tat so umzusetzen. Ja? Dann haben wir die 10 der Stäbe. Ballast abschmeißen. Hier, der Turm macht Platz für Neues. Und da haben wir die 4 der Kelche. Also vielleicht ist das, was du jetzt als Ballast abschmeißt, ja auch ein bisschen was, was du vielleicht im Vorfeld lieb gewonnen hast und bist deshalb so ein bisschen, wer weiß, was da kommt und ich weiß nicht und so. Ne? Aber ihr seid ja hier in der Stagnation, aber auch in der Planung und du ziehst dich zurück oder mit deinem Partner, deiner Partnerin. Da haben wir die Liebenden, eine Entscheidung auch in der Liebe und den Wagen, es geht voran. Ach, ist doch super. Ja, gemeinsam seid ihr stark, ob das jetzt eine Freundschaft ist, ein kollegiales Team oder eben auch, ja, wirklich ein Paar. Ihr könnt was reißen. Am Samstag haben wir die 9 der Stäbe, der verwundete Krieger, die Vergangenheit, Nostalgie mit den 6 der Kelchen und das Ass der Schwerter. Es wird das ausgemistet, was man nicht mehr braucht und das mitgenommen aus der Vergangenheit, was wertvoll ist. Zum Beispiel die Partnerschaft. Und hier haben wir den Ritter der Münzen und den König der Münzen. Und natürlich die Obsession. Da muss man aufpassen, ne, dass man nicht zu übermütig wird. Man hat sich vom Ritter der Münzen zum König der Münzen und dann wird man vielleicht ein bisschen faul. Das sollte man nicht tun. Dann sollte man dranbleiben. Man darf sich natürlich Ruhepausen gönnen, die sind auch wichtig, um Dinge zu überdenken, zu überlegen, aber eben nicht zu lange. So, die erste Karte, die wir haben für den Wassermann ist, wünsch dir was. Dies ist ein magischer Augenblick. Wünsch dir was und genieße, wie es sich verwirklicht. Na, wenn ich das meiner Mutter erzähle. Nein, aber das ist schon super. Wir haben als zweite Orakelkarte der goldene Palast. Ich lese natürlich vor daraus. Das ist die 23. Der goldene Palast. Es ist immer genug vorhanden. Diese Karte steht für ein günstiges Geschick, für in Erfüllung gehende Wünsche, für Wohlstand und Reichtum.
Sie kann auch emotionale Erfüllung bedeuten, die das Anbrechen einer Periode des Glücks, nachdem diese Zeit lange ausgeblieben war. Die Botschaft dabei ist jedoch, dass sich dein Selbstwert nicht nach dem bemisst, was du hast, in welchem Überfluss du auch leben magst, sondern er ergibt sich aus dem, was du bist, wie authentisch du dein Leben lebst und wie viel du an Liebe zu geben hast. Wenn du diese Karte erhältst, kann das sehr wohl auf materiellen Gewinn und konkrete Erfolge hindeuten. Die Dinge kommen und gehen. Damit du deinen wahren Wert erkennst, steuert jetzt ein weit größerer Reichtum auf dich zu, den du mit anderen teilen sollst. Also es geht darum, dass mit denen, die dir vielleicht auch bei diesem Erfolg geholfen haben, ja, dass jeder so seinen Anteil erhält, Anteil daran hat, vielleicht auch einfach mit dir zusammen ist, sich an dir erfreuen darf und umgekehrt natürlich auch. Und das ist natürlich auch sehr, sehr, sehr viel wert. Ja? Lieber Wassermann, das ist eine tolle Woche. Ich bin gespannt, was ihr berichtet. Ja? Bitte auch kurz mal eben reinschreiben und wie das war, welchen Erfolg ihr vielleicht eingefahren habt. Ich würde mich tierisch freuen und natürlich über einen Daumen hoch, klar. Ne? Dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Alles Liebe für dich, viel Glück, toi toi toi, bis bald. Tschüss.